Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fallout 3. Ja, zuletzt haben wir hier ziemlich viel geschafft. Wir haben ja die ganzen Rohre geschlossen und können jetzt den ganzen Altschrott loswerden. Wir haben das Geld geholt von der ausgestiegenen Dienstleistungsdame. Und jetzt sollen wir dann eigentlich nur noch über Papa sprechen. Wir haben aber noch andere Aufträge und ich habe zwar das Video veröffentlicht, aber bis dato noch kein Feedback bekommen, was ich machen soll. Also würde ich mal sagen, wir sprechen erstmal mit Papa. Die Hauptaufgabe haben zwar noch kleinere Aufgaben, aber nein. Ja? Wie kommt ihr mit der Postapokalypse denn heute zurück? Ich habe echt versucht, die Bombe in die Luft zu jagen. Wir haben hier halt einige Leute, mit denen wir echt was anfangen können. So, das war Medic. Das war Gotteshaus. Hier gab es Essen und Trinken. Und der andere Saloon, genau da müssen wir. Das bedeutet, wie kommen wir da am besten hier rumlaufen? Oh ne, wir können auch einfach direkt die Abkürzung hier hochnehmen. Und zum Radiosender müssen wir irgendwann nochmal. Ich weiß nun echt nicht, wo der liegt. Das ist das eigentlichste Problem. Während Toilette, ja. Bei dem Radio muss ich echt mal aufpassen. Ich habe einige Probleme, das möchte ich hier auch mal sehen, mit YouTube und dem Beschissenen. Wenn hier drin das Radio an ist, muss ich sofort ausmachen. Scheiße. Sonst meckert wieder YouTube, da ist Musik erkannt worden und Sound geht nicht. Und dann muss ich es wieder nachträglich bearbeiten lassen. Ich weiß immer nie, dass... Wenn ich was tun kann, nur raus damit. Ich hab so Bock, den über den Haufen zu schießen, aber wir brauchen ja die Infos von dem. Da ist er ja wieder. Na, nur durstig oder bereit, meine Gebühr zu bezahlen? Der liebe Papa wird sich nicht von selbst finden. Sie haben sich um unser kleines, verlorenes Schäfchen gekümmert, was? Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Schieben Sie doch einfach 100 Kronkorken rüber und wir sind quitt. Oh. Nee, wir haben hier geraten. Das war doch gar nicht so schwierig, oder? Ihr Papa ist hier durchgekommen, blieb aber nicht lange. Er sagte, er müsse sich um wichtige Angelegenheiten kümmern und machte sich auf in die Stadt. Hat wohl was mit Galaxy News Radio zu tun. Das Beste wäre es wohl, dort anzufangen. Weidmanns Heil und danke für die Kronkorken. Okay. Ja, seht ihr? Okay, erfüllt. Jetzt müssen wir allerdings das Radio finden. Und wenn ich das richtig gesehen habe, wurde das auf der Karte markiert. Also tatsächlich eine Aufgabe von mir, wo ich gedacht habe, da müssen wir hin, weil ich ja zugehört habe. Und du das mir natürlich auch wahrscheinlich gesagt hättest. Können wir das machen? Galaxy News Radio ist ein großmäuliger Radiosender in den Ruinen von DC. Three Dog, der König dieses Irrenhauses, plappert ständig über den guten Kampf oder sowas. Ein Haufen Müll. Aber wenn Sie wissen wollen, was im Ödland so los ist, wäre das der richtige Ort. Mir ist das alles völlig egal. Das Ödland? Warum sollte man dahin wollen? Hören Sie mal zu, in Megaton gibt es alles, was man braucht. Warum sollte man woanders hingehen? Wir haben Ihnen ja nicht mehr gesagt, dass Sie uns einfach nur das Geld gegeben hat. Hehehe. Lassen Sie sich von mir nicht aufhalten. Tja, und jetzt erschieße ich dich. Das wäre gut. Aber ihr wisst ja, Karma, Karma, Karma. Ich würde sagen, dann hat er diese Entscheidung automatisch gesagt, wo wir als nächstes hin müssen. Sowohl Washington DC, da ist der Radiosender und wir haben die Aufgabe erfüllt. Das bedeutet, von den ganzen Optionen, die ich gestellt habe, ist ja ganz klar rausgekommen. Hehe. Ach, hier war ich schon mal. Thank you.
hier? Neues Haus, verschlossen reicht. Ich hoffe, Sie planen keinen Einbruch. Was? Wer hat das gesagt? Du? Machen Sie jemand anderen an. Egal, was es ist, ich hab's nicht. Die Leute hier werden sehr nervös, wenn sie Außenstehende miteinander reden sehen. Vergessen Sie das nicht. Wie bitte? Egal, was es ist, ich hab's nicht. Ich wüsste nicht, was wir einander zu sagen hätten. Boobies! Wir machen mal eine Sprint. Oh, geht ja. Was steht denn hier? Das würden wir mal. Oh, Kanada wurde von den USA annektiert. Als ob das über Russland gewesen wäre. Ich würde ja gerne nochmal zum Händler nach da hinten. Mir nochmal Muni und sowas zu holen. Dann gehen wir hier und gehen nach Washington DC. Was haltet ihr davon? Schlafen könnten wir da. Wir machen es anders. Ich gehe nach da hinten, schlaf dort. Damit ich wieder gesund bin. Ach, mal meinen eigenen Punkt kann ich nicht mehr, okay. Wie geil das? Schade, dass man diese Optionen, wie die hier war, wie man sich charakterlich weiterentwickelt, sind gar nicht mehr so oft. Nein! Nein! Ich hab's ja befürchtet, ich muss ja... Oh! Shit. Bullshit. Wie kommen Sie mit der Suche voran? Okay, hier gab es nichts Neues. Ich möchte aber gerne, wie gesagt, ein bisschen spinnen. Mich ärgert das tatsächlich noch mit Nova, dass die uns so über den Tisch ziehen konnte und dass das Spiel das so mitgemacht hat. Nee, Profi. Alter, was hat denn der Sohn damit denn gemacht? Was für ein krankes Schwein, und den soll ich finden. Eigentlich geht es mir tatsächlich nur um die Gesundheit. Ich will mal gucken, ob eine Stunde tatsächlich gereicht hat. Ja, guck doch mal an. Eine Stunde schlafen bedeutet, wir sind absolut gesund. Was haben wir hier? Platz des... Waren wir da? Polizeihauptquartier, waren die da? Ich möchte da mal hinrein. Auf zum Polizeihauptquartier. Ich meine, klar, ich habe gesagt, dass ich jetzt woanders, ne? Was? Bin ich doch nur dran vorbeigelaufen, bin ich. Okay. Tja. Durchsnitten.
meine, ich habe den Ort jetzt hier auf der Karte gesehen, aber ich hätte mal lesen sollen, was das hier für ein Ort ist. Aber hat das einer mitgekriegt? War da vielleicht einer aufmerksamer als ich? Hamilons Schlupfwinkel. Wer ist Hamilons? Was habe ich denn hier verpasst? Die unteren. Oh doch, geht doch. Ha. Okay, es ist nichts. Alles klar. Ich überlege gerade, wenn man mehrere von den... Wenn man mehrere von den Tabletten schluckt, ist man dann... addiert sich das? Also ist es kumulativ? Aha! Merkt euch das unbedingt. Kronkorken. Was? Eine Mine? Eine Kronkorkenmine ist die Frage wirklich. Scheiß Also ich weiß auch nicht, was die hier mit ihren scheiß Klopümpeln immer haben. Box kann ich nicht. Nehme ich mit. Entschuldigung. Also hier vom Dreck bin ich gekommen. Merkt euch das. Ich werde es mir nicht merken. Dreck bin ich gekommen. Dreck bin ich gekommen. Ding noch ein bisschen mehr aushalten. Die ist auf jeden Fall was wert. Okay. Alter. Problem ist, habt ihr gesehen, wie viele Schüsse das Ding ausgehalten hat? Überlegen, ob ich habe ich noch eine Schrot? Habe ich mir für die Schrot Muni mitgenommen? Ich ziehe, so weit ziehe ich den noch raus. So weit kommt es noch. Schrot. Das ist die Kronkorkenmine. War ich mir? Luftgewehr, Raketenwerfer. Blittermin. Habe ich keine Schrot? Habe ich die weggegeben? Ich habe doch die Schrot nicht weggegeben. Jagdflinte. Ein Schuss.
Ich brauche den Händler. Ach nee, gar nicht. Gibt's nicht im Megaton auch noch einen Waffenladen? Da muss ich echt nochmal hingehen. Giftdrüse, was wert. Ich krieg das nie wieder raus. Ich habe echt ein Problem, wenn das weiter so geht mit diesen Menschen. Kann ich vertickern. Oh, die ist was wert. Meine Frage ist immer noch, was eigentlich der Grund ist, warum ich hierher musste. Ich habe mir was ist das? Kernspaltungsbatterie, krass. Weißt du, was mich das erinnert? Ich höre sie doch schon. Zwei! Das sieht aus wie eine Wurst. Es gibt ja noch einen anderen Weg, den wollte ich jetzt nochmal hier langlaufen. Alter! Ja, das war, ne? Gut, dass wir beim Thema waren. Gegen Skorpion? Ich weiß, ich bin da voll, aber das muss ich mitnehmen, ey, ganz ehrlich, Leute. Ich meine, ich muss ja hier Kronkorken sammeln, ne? Wo ich die Spritzen denn? Hier, da.
voll das Lager, ey. Alles geplündert. Ich kann gleich nichts mehr mitnehmen. Habt ihr gesehen, wie viel da war? Ich will mal irgendwas wegwerfen, weil mir was hier ein bisschen zu viel Gewicht hat. Und ein bisschen was nehmen. Ich glaube, ich kann mal was nehmen. Tabletten, die helfen mir auch nicht. Ich esse mal was. So, jetzt sind wir wieder schnell genug. Zwei Striche. Nein! Nein! Ich muss die kommen, die schaffe ich noch. Tja, Leute. Ich gehe mal wieder zurück. Ja, ich bin überladen. Ich würde sagen, wir hauen noch... Oh Gott. Ich muss das wegwerfen, das geht nicht. Ich habe ein zu viel. Ein! Was ist das hier? Blechdose. Sagen wir hauen ab, versuchen. Was? Aufstieg? Ja, komm, das nehmen wir noch mit. Was hatte ich denn jetzt mal gesagt, was ich brauche? Was brauchte ich denn? Shit, hätte ich mir mal das mal gemerkt. War das Dietrich? Was war denn das immer? Reparieren? Irgendwas, wo meine Fähigkeiten nicht hinreichte. Ich glaube Dietrich. Level 30 war das, glaube ich, ne? Machen wir hier mal 20 draus. Sprache 20, damit wir ein bisschen Geschichte sind. Und reparieren haben wir auch nochmal. Und das ist jetzt das nächste. Heller Kopf. Was haben wir hier? Was ist das hier? Vatersöhnchen. Wir sehen nicht. Weiter 5 Punkte für die Wissenschaft und Medizin. Ist ja auch nicht schlecht. Hm.
probiere ich mal. Komm, Leute, nur noch schnell hier raus, ne? Ach, scheiße, bin ich hier runtergefallen. Komm ich denn jetzt hier raus? Ha. So. Wir brauchen unbedingt Muni. Da macht alles keinen Sinn. Wir kämpfen weiter. Also ich würde sagen, wir kommen hier wieder, sobald wir Munition haben. Und ob wir Munition... Ob wir Munition finden oder nicht, erfahrt ihr und ich auch in... Ach, hier, da, deswegen. Erfahren wir in der nächsten Folge von Fallout 3. Ich hoffe, ich sehe dich dann wieder. Bis demnächst. Ciao.